Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Guild Wars In-Game Updates unsererseits. Und mit dabei ist der Matze. So, und was wollen wir euch heute zeigen? Hier, wo wir sind, ist die Südlichtbucht. Und die war ja schon mal Teil eines größeren Events. Für alle, die das nicht kennen, wie hieß das nochmal? Du hattest teilgenommen, Matze. Wie hieß denn das? Ich erinnere mich so ungern daran, weil es einfach nur verpackt und verleckt war. Ja, es waren die ersten Versuche von Arena Net, ein geiles Event zu fahren. Vielleicht komme ich noch drauf. Und es gibt zwei Wege zur Südlichbucht zu kommen. Und zwar haben wir einmal die Wegmarke Clowninselportal. Portage, nicht Portal. Und da findet ihr hier, das seht ihr natürlich jetzt hier nicht, ein Azura-Portal. Darüber kommt ihr hin. Oder ihr nehmt die alte Version, wie es auch zu dem damaligen Event war. Genau, da ist ein Schiffchen. Da könnt ihr mit den Leuten quatschen und dann kommt ihr zur Südlichtbucht. Also das Event ist ja jetzt schon etwas länger dran, das neue Südlichtbucht-Event. Also würdet ihr wahrscheinlich merken, dass ihr auf dem Perleninselchen auskommt. Hier seht ihr dann auch das Azura-Portal. Vorher war das hier oben rechts und hier oben links. Die beiden Wegmarken, die gerade dauerumkämpft sind. So. Was ist neu an der Südlichtbucht? Eine neue Gefahr hat sich jetzt nach Frost und Flamme erhoben in der Südlichtbucht, weil das Konsortium hat die Flüchtlinge rüber in die Südlichtbucht geholt und hat versucht, denen das als geile Tourismusattraktion zu verkaufen. Haben dabei aber leider vergessen, dass sie ein paar tödliche Karkas rumlaufen. Das hat man einfach mal verschwiegen. Ein paar Elite-Binsenreiter sind auch noch dazugekommen. Und wir haben jetzt die Pappnase auf, um hier aufzuräumen, ne? So sieht's ja aus. Alles Standard. Alles Standard. Und dafür gibt's natürlich auch wieder unter unserem Heldenmenü in Erfolge ein... Ganz viel. Ganz viel, ja. Und zwar, wo haben wir es denn? Das ist der Explorator dahinter, das Geheimnis von Südlicht. Wie gesagt, es läuft jetzt schon mal seit, ihr seht, der Matze und ich haben schon ordentlich gefarmt, um die ganze Sache hinzubekommen. Da haben wir jetzt auch alles soweit abgegrast, bis heute zum 28., wo ja das neue Update rauskommt. Und gehen wir von oben raus. Wir müssen 25 von 50 Südlichterfolgen abschließen. Was kriegen wir da für Schönes? Einen hässlichen Rückenschutz. Genau, den Sklero-Karka-Panzer. Das Schöne daran ist Alex exotisch. Hier ist übrigens einer bei mir. So sieht er aus, wenn man auf dem Rücken hat. Also hässlich wie die Nacht. Hässlich wie die Nacht, also man kommt sich ziemlich tentakelig vor. Definitiv. Aber man hat auf jeden Fall, es ist ein Exot-Gegenstand, es hat einen freien Infusionsplatz, wie ihr seht. Und kann es man ist sogar in der mystischen Schmiede auf, ich weiß aber nicht was für Ressourcen, ich habe so bei anderen schon gesehen, man kann es sogar auf aufgestiegen hochleveln, von exotisch zu aufgestiegen. Oh, das ist natürlich auch richtig geil eigentlich. Und die Karka besitzen mysteriöse biologische Eigenschaften. Was müsst ihr machen, damit ihr daran kamt, wenn ihr es nicht schon längst geschafft habt? Wir müssen südliche Events als Unterstützer des Konsortiums abgeschlossen haben, südliche Events als Unterstützer der Siedler abgeschlossen, da kommen wir gleich drauf, wie ihr das macht. Dann südlich Tourist, alle südlich Siedlungen besucht, das heißt ihr farmt einmal hier fröhlich um die komplette Gegend rum. Dann gibt es so kleine Feldarbeiten, freiwillige Feldarbeiten im Südlich, da müssen wir Proben entnehmen. Das Schöne ist, dafür gibt es auch wieder eine Kiste extra. Yay! Und was haben wir drin? Ein wildes Rauchfass. Ist eine kleine tolle Blüte, die dann auf dem Rücken hängt. Sehr schön bei Silvaris zu sehen. Also für einen Silvari-Waldläufer sieht geil aus. Wie bei mir. Aber ich habe trotzdem den Krakenpanzer. Passt zu den Silvari auch irgendwie am besten. Der ist nur selten, der ist auch nicht aufstufbar, hat auch aber einen freien Infusionsplatz. Hat er? So, hat er. Und dann haben wir halt hier diese 10 Probenahme, das ist die freie Wildarbeit. Dann müssen wir südlich Höhle, südlich Erhebung, südlich Glaube, Geysir, Inselchen, Schlacht und Schiffswrack, Lager und Becken und Fluss und Sandgrube. Und Sandgrube. Und das war's. Alles schön raussuchen. Mal gucken, hier war ja dann auch eins, irgendwo in der Nähe. Da könnten das wir jetzt mal. Das war oben bei der einen umkämpften Wegmarke. Das zeigen wir euch gleich. Weil jetzt gucken wir erstmal und zwar, was ihr braucht, damit ihr Unterstützer der Siedler und des Konsortiums abschließt. Und zwar haben wir hier unsere Freunde mit den Sternchen. Ich würde sagen, du nimmst einen, ich nehme einen, damit wir beides machen. Wir gucken, wir haben ja drei hier. Wir haben erstmal hier Alan Keel. Ja, mit dem muss man ja labern, das ist ja auch ein Erfolg, genau. Genau, das ist nämlich auch ein Erfolg, weil wir haben hier verschiedene Promis auf der Insel. Und damit zeige ich euch nochmal kurz den Erfolg, weil wir jetzt damit kurz anfangen. Und zwar, 5 wichtige NSCs von das Geheimnis von Südlich getroffen. Yay! Wir sind also coole Promi-Jäger. Andere nennen sowas Paparazzis. Danke, genau, Paparazzis. Und das wäre zum Beispiel die Alan Keel oder den wir lange gesucht haben, gut übersehen haben, Subdirektor Noll.
Er ist ein Zwerg, was erwartest du? Und jetzt wandern wir mal hier runter an den Strand. Und jetzt wird's cool, Leute. Pass auf, wir gehen an den Strand. Und was passiert? Wir sind nackt, so wie Gott uns erschaffen hat. Na gut, da hätten wir keine Wahl. Strandparty, wuhu! Und hier so, sind die beiden anderen. Genau, wir haben noch First Fahren und Kashmir Maeda. Und noch irgendwo fehlt noch einer, dann haben wir die fünf zusammen. Levi war das, aber die sind in einer anderen Position. Das ist da, wo man die komische Waffe für diese Proben herkriegt, diese komischen Probenentnehmer-Gedöns. Genau, das zeigen wir euch dann nämlich auch noch gleich. Wir zeigen euch die Proben dann nochmal. Wie gesagt, ein Großteil wird es von euch gemacht haben. Für alle, die es noch nicht kennen und vielleicht doch interessant finden, vorweg nochmal, für alle, die die Südlichbucht nicht kennen, ihr werdet auf Level 80 hochgestuft. Es ist prinzipiell wie eine große Instanz, wo ihr hochgestuft werdet. Vorweg das nochmal, damit das für euch auch interessant ist. Hübsches Schwert. Und dann zeigen wir hier einmal das, einmal fürs Konsortium, einmal für die Siedler. Willst du... Ich nehme die Geldgeilen. Du nimmst die Geldgeilen, das war das Konsortium. Und hier haben wir einen lieblichen Char. Und mit dem könnt ihr auf verschiedene Arten quatschen. Aber was bringt für mich raus? Ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Und hier kriege ich nämlich zum Beispiel die Siedlerhilfe. Das ist deutlich erhöhtes magisches Gespür, Quelle Siedler, Verhandlungsführer, verbleibende Zeit 23 Stunden. Vorweg, wenn ihr sterbt, neu rausgeht aus der Südspruch oder sonstiges, ist dieser Boost weg. Den müsst ihr euch das neu holen. Beim Sterben haben sie es gefickt. Wenn man stirbt und wiederbelebt wird, bleibt der Buff. Der bleibt. Der geht aber wenn nur du weg, stirbst wenn und teleportest, dann weiß ich, dass er weg, also komplett tot bist. Selbst dann bleibt er. Gut, dann haben sie das gefixt, das war vorher nämlich so. Der geht nur noch weg, wenn du die südliche Bucht verlässt. So, und jetzt haben wir hier oben noch bei dem Matze, das kann er mal vorlesen, das die Konsortium Hilfe. Ja, deutlich erhöhte Chance auf Gold, also ihr kriegt, wenn man, zum Beispiel, wenn man einen Gegner tötet und ihr, was weiß ich, vorher einen Silber bekommen habt, als Drop kriegt ihr jetzt 4 bis 5 Silber. Also Gold könnt ihr euch abschminken, eigentlich. Ja. So, und was gibt's noch zu den Dingern, Dingelchen zu sagen? Genau, ihr müsst nämlich mit diesem Boost 5 Events in der Südlichbucht abschließen. Diese werden euch angerechnet für den Erfolg. Genau. Südliche Events als Unterstützer der Siedler abgeschlossen, das sind 5 Events. Und Clubmitglied, das sind auch 5 Events. Also wenn ihr das abgeschlossen habt, 5 Events damit gemacht habt, dann habt das. Keine große Sache. Dann haben wir noch was Neues und da würde ich sagen, rennen wir uns jetzt mal langsam hin. Ich ahne, was du vorhast. Lass mich raten, es hat mit Werfen und mit Krebsen zu tun. Richtig, Richtung Sägezahnbucht, wie ihr gerade gesehen habt, wo ich hingeguckt habe. Weil das ist auch was Neues. Und das Dingelchen nennt sich Krebswurfspiel. Wir werden jetzt nicht reingehen. Darauf werden wir jetzt verzichten. Wir werden euch aber erklären, jetzt mal auf dem Weg zur Arena, was das Krebsvorspiel ist. Möchtest du, Matze? Ja, es ist halt ein PvP-Event. Manche von euch werden vielleicht die Fasskeilerei aus Hulpra kennen, wo man halt Fässer für sein Team beanspruchen muss und das halt gibt's halt Punkte, wer uns behält und das hier ist so ähnlich aufgebaut, nur dass hier jeder gegen jeden ist. Es wäre halt da oben. Oh, nehmen wir noch Riffel in Wurmbrutmutter mit, oder? Wenn wir hier schon mal sind. Boah. Übrigens 1 zu 9 Event, was dann auch je nach Buff angerechnet wird. So genau, Matze würde das jetzt für die Siedler bekommen, ich jetzt fürs Konsortium, ich für die Siedler. Genau, wir sind magisches Gespürliebhaber, die Siedler, und das Konsortium ist geldgeil, sowas. Ach ja, am Ende von dem Event gibt es die Truhe, aber nicht weiter verraten. Also viele Events, wir haben ja auch noch Events, die alten Events sind natürlich aktiv, das heißt, wir müssen irgendjemanden begleiten, damit er überlebt. Dann haben wir aber auch neue Events, wie zum Beispiel hier diese Rifflin Brutmutter, glaube ich, ist als der neue, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das noch. Müsste neu sein, ja. Und wir haben aufständische Leute, die gegen das Konsortium sind, weil die gemerkt haben, ey, das Konsortium verarscht uns ja. Ja, halt sieht er die Aufstände machen, und Konsortium, und sieht er sich gegenseitig die Schnauze polieren, also alles Mögliche. Und das Schöne ist, da ist immer ein Champion bei. Wenn und die momentan ist, lohnt es sich echt dafür, hier runterzukommen, weil genug Schnetzer noch da sind. Und wenn ihr dann dieses kleine Dingelchen macht, blüht am Ende tatsächlich für euch eine Truhe. Und zwar Truhe immer. Gibt's jedes Mal, genau. Und ich bin tot. Ich auch. Aber ich die Mutter genauso. Ja, aber jetzt stehen wir nicht. Oh mein Gott, ich will doch leben. Lindwurmtöter abgeschlossen. So, da Hi. Einmal kurz THX sagen. MMNTHX. Oh, nicht schlecht, THX. Hier habe ich gleich den Weg postet gerade eben. So, ach, öffnen. Da ist noch eine Truhe. Blup. Da ist noch was Blaues, und also nichts Großartiges, aber besser als gar nichts. So, und jetzt zurück zum. Das hier ist übrigens ein altes Event, was wir hinterherlaufen.
So, ja. Aber jetzt hier, das ist die Arena. Das ist diese geile Arena. Halt, ihr seht jetzt halt hier... Da oben. Oder soll ich... Machst du jetzt weiter? Können wir ich machen. Du kannst warten, ich guck nur mal rein. Autsch. Scheiß Reform. Ach nee, was soll das denn? Warum stört er uns denn? Weiß ich nicht, was soll das sonst festhalten, dass die Viecher ekelhaft overpowered sind wegen ihrer scheiß Konfusion, aber egal. So. Erzähl einfach mal weiter dabei, während wir hier fröhliches Kloppen auf den Rücken. Tolle, nur 15 Arena ist halt nicht wie die Fasskalerei, Team gegen Team, sondern hier ist jeder gegen jeden. Dafür ein Krebs, der reingeworfen wird, halt so lange wie möglich zu behalten, andere wegzunehmen. Ja, kriegt man halt spezielle Buffs dafür und allen Kram. Halt über 5 Minuten waren es, glaube ich, gell? 5 oder 6 Minuten. Mhm. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Das Böse ist nur, es kommen 3 von den dicken Veteranen-Karkas reingesprungen, die euch gerne mal überrollen. Ja, die sind ganz rollig. Und was vielleicht noch dazu sagen, es werden Kisten reingeschmissen, die euch eine Angel zum Beispiel geben, um den anderen den Kraken zu klauen. Oder ihr findet eine Planke, mit der ihr einhauen könnt. Oder eure Ausdauer ist leer, dann findet ihr einen Trank, der eure Ausdauer erhöht. Die Attacken sind Schlagen, Hinterherrennen, also einen Rennenboost kriegt ihr. Treten war es, glaube ich, noch. Treten, Stein werfen. Und wenn ihr die Krake habt, könnt ihr die Krake jemand anders an den Kopf werfen, in der Hoffnung, dass ihr ihn dann zurückbekommt. Und oder auf den Boden werfen, das andere zurückgeschossen. Was ihr hier seht, die kleinen Karkas, die Karka-Jungen sind auch dabei. Ja, und die klemmen also fest und verlangsamen euch. Also, Ziel ist halt natürlich, am längsten zu halten. Und obendrauf kommt halt noch, jeder kriegt am Ende eine Truhe, wenn das Spiel zu Ende ist. Der eine Karka, der ist bestimmt Gott, der dürft über Wasser. auf jeden Fall, ja, ihr kriegt eine Truhe mit ein bisschen... Krimskram drin, je höher ihr natürlich gewonnen habt, desto besser der Inhalt der Truhe, aber gut oder besser ist immer relativ zu sehen. Richtig. Man braucht ein bisschen Glück. Wir bewegen uns wieder hoch und kommen dann auch mal zu den Sachen, die jetzt für uns nicht so prägnant sind als PvE-Spieler, während wir fröhlich rumlaufen. Und zwar im WVW hat sich einiges auch verändert. Da sind dann auch neue Anpassungen, neue Erfolgsereignisse dazugekommen. Dazu können wir mal kurz hier reingucken. Das heißt, ihr habt auch hier Rang und Fähigkeiten wurden wieder überarbeitet, die ihr jetzt ausbauen könnt. Und so weiter und so fort. Im PvP gibt es auch neue Anerkennungen, gerade wegen dem Test der... Ach, wie heißt es so schön? Genau, die eigenen Arenen sind ja reingekommen ins PvP. Das heißt, ihr könnt eigene Arenen erstellen. Auch das wurde jetzt nochmal überarbeitet während des Lüdlichtbuchs-Event. Und jetzt kommen wir eigentlich... Ach ja, genau, haha. Während wir hier wandern, ich ignoriere einfach mal die Gegner und laufe einfach gechillt weiter an denen vorbei. Einfach, ja, genau, einfach weg. Kommen wir jetzt nochmal hier auf die... Geheimnis von Südlichtbruch-Erfolge. Also ihr seht, also Krebswurfspiel-Teilnehmer, ihr kriegt auch manchmal einen Titel wieder dafür. Ich renne gerade gegen irgendwas, weil ich mein gegen eine kleine Sternstufe, die man eigentlich normalerweise drüber laufen kann. Die haben wir Krebsträger, also ihr seht zum Beispiel bei mir 86 von 300 Krebse getragen. Ihr wart krebstastisch, das ist keine Ahnung was, es ist halt passiert einmal. Dann Krebskrapscher heißt, wie oft ihr den Krebs wie jemand anders weggeschnappt habt. Du reißt wieder vorne einen Stein. Ja, ich merk's. mein Bild hat sich nicht mehr verändert. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal stehen. Da haben wir hier den Krebs-Wurfspiel-Champion, wenn ihr eine Runde gewonnen habt. So, und dann kommen wir zu den nächsten Sachen. Ach ja, Südlicht-Omelette-Gourmet, da können wir gleich noch drauf zukommen. Da würde ich auch sagen, wir bewegen uns nämlich gerade exakt in die falsche Richtung dorthin. Dann machen wir hier mal eine fröhliche Kurve, würde ich sagen. Wollen wir eigentlich noch drauf eingehen, was heute Abend mal kommt, oder? Ja, da kommen wir ja gleich zu. Also ihr müsst wissen, wir haben gerade den 8.20. Das heißt, heute Abend werden noch die neuen, also während wir das extra hier für euch aufnehmen, werden heute Abend noch die extra Events aufgenommen, da wir wahrscheinlich im Zockwahn versinken werden, werden wir wohl keine Zeit haben, dieses Ingame-Update aufzunehmen. Deswegen machen wir das jetzt lieber etwas früher für euch. Ja. Und, aber ihr werdet jetzt nichts verpassen. Mal gucken, vielleicht. Ich guck halt, ob die Wege mal hinten offen ist. Ist es sogar. Rein theoretisch könnte man Zinder teleportieren. Ja, warum nicht die Landschaft zeigen? Ja, ein paar dicken Karkas vorbeilaufen. Schöne Landschaft. Eben. Dann seht ihr auch mal, was auf euch zukommen kann, wenn ihr das Gebiet noch nicht kennt. Big Mama. Ach nee, die kommt erst später. Ihr scheint mir recht kompetent. Obwohl, wie weit haben wir es noch? Ja, doch, komm, wir porten uns. Es ist besser. Wegmarke Owens Zuflucht. Da porten wir uns jetzt hin, in der Hoffnung, dass es jetzt hier kein Portproblem gibt. Sollte es aber nicht. Ist mir gänzlich unbekannt. Ist
So, neues Event in der Nähe. Ja, perfekt. Und genau hier nämlich seht genau ihr das Event, was wir brauchen. Ihr guckt euch hier Orvain an. Orvain ist eine komisch glubschäugige Silvari. Und ihr müsst da hinten hin. Also ich zeige euch mal hier unten auf der Minimap, ihr seht, bis wohin das Gebiet geht. Müsst Eier sammeln und wenn ihr Eier gesammelt habt, macht die Gute euch ein Omelett. Und dann solltet ihr flugs dieses Omelett kaufen, ist snaggeln, weil ein Erfolg ist, so ein leckeres Kaka-Omelett in euch reinzuschieben. Hm. Yum, 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 yum. Man kann sich nichts Schöneres vorstellen. Sowieso nicht. Und wir sind ja auch direkt richtig, dann können wir nämlich da, wo früher das Event war, das große Event, ach, ich verlaufe mich hier gerade wunderherrlich, da geht's raus. Können wir euch nämlich direkt noch was zeigen. Wo man die Waffe herkriegt, führt jetzt aufsammeln, meinst du? Genau, das und wir können euch auch noch zeigen, wo ihr den Erfolg Lavataucher kriegt. Soll ich springen, da kannst du mich wiederbeleben oder andersrum. Ich glaube, wir kriegen dich gar nicht mehr wiederbelebt, wenn du richtig drin hängst. Dann ist es gelaufen. Nein, wir zeigen euch nur, welcher Ort das ist. Die Sprungtaucherbrille müsst ihr dann selbst suchen. Die ist auch nicht weit, da müsst ihr nur einen Kreisel hochlaufen. Wir zeigen euch gleich. Ach, übrigens hier, sehr schön, ist jetzt gerade natürlich nicht richtig. Ihr seht, ihr glitzert hier. Und darum geht's auch gleich. Das sind die Proben. Wenn die jetzt noch da sind, sind die hochkant. Also die sind so kleine eiförmige. Und was der Matze da in der Hand hält, komm mal, genau positioniere ich mal schön. Ich hab dich gerade voll drauf. Ist ein Probenentnahmegerät. Ja. Kriegt man von der tollen Position hier mit dem unscheinbaren Stern. Genau, da nehmt ihr das Ding raus, dann sammelt ihr hier die Probe auf und das macht ihr noch 9 Mal. Und ihr kriegt jedes Mal einen Erfolg. Und wenn dann die restlichen 15 Sachen noch gemacht wurden, habt ihr wunderherrlich einen Skirol Kaka-Panzer. Die ganzen Pflanzen werden wir euch natürlich nicht zeigen, weil wir wollen ja hier keinen Walkthrough draus machen, sondern die findet ihr mal schön selber. Genau, wir machen hier nur süßliches Ingame-Update, was diesmal echt lange ist, weil echt viel passiert ist in der letzten Zeit. Mhm. Und wir wagen uns jetzt hier mal krankerweise durch Kaka-Gebiet. Durch Kakerhausen. Durch Kakao. Nein, ich wollte nicht antecken. Ich wollte mir einen Rennbuff geben. Nein. Ja, jetzt hast du die großen auch noch mit, angetackt, man oder? Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, schön die Dicke noch mit angehauen hier. So, ihr seht, da hinten ist ein großes Loch, wo wir hinwollen. Oh mein Gott, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Okay. Große Loch, was mit den dicken Kanonen, an dem wir dann vorbeigelaufen sind, beim alten Event reingeschossen wurde. Genau, also ihr seht hier jetzt ein großes Loch. Ihr könnt jetzt entweder hier unten rein, aber warum sollen wir uns da bitte einmischen? Oben ist kürzer. Genau, vor allem ist oben weniger los als hier. Richtig. Und, also ihr könnt da unten rein, wenn ihr schnetzen wollt. Ihr könnt aber auch hier oben rein. Und wir gucken uns jetzt hier einfach nur mal um. Also, wenn ihr hier diesen wunderbaren Kreis hochgeht, erwartet euch oben Ori Kalkum-Erz und ein wunderbarer Bossgegner. Ein Champion, klar. Um ganz genau zu sein. Und da unten seht ihr es schon brodeln und blubbern, die Lava. Jemand nee. Mit einer Taucherbrille, die etwas weiter oben liegt, reinspringen darf. Genau, ich glaube, die liegt. Genau, ich kann sie sogar, wenn ich jetzt gerade Steuerung halte, sieht man sie sogar. Da oben, ja, genau. Und da seht ihr Taucherbrille. Das muss reichen. Und dann springt ihr hier eiskalt in die Lava und das ist ein Erfolg, ob ihr es glaubt oder nicht. Mhm. Und das Geilste ist der Name von dem Ding, weil das Schätzelein heißt eiskalt. Blip. Eiskalt? Die Taucherbrille hilft kein bisschen. Ist das so? Ja. Ach, das südlich FKK. Ja, nee, das war das mit Rüstung schwimmen. Genau, Rüstung. Ihr habt ja eben gesehen, wo wir runtergegangen sind, wo wir Strand. Dann automatisch nackig wurden. Der Strand. Wenn ihr dann da ein bisschen rumschwimmt, kriegt ihr südlich FKK. So einfach kann es sein. Also es ist echt einfach, hier die Erfolge abzufahren, auch um die Rüstungen hinten drauf zu kriegen für den Rücken. So, und ja. Was gibt's jetzt noch? Jetzt gibt's ja eigentlich nur die Dinge, die noch kommen. Die heute neu dazukommen. Genau. Und dazu kommen wir. Suchen wir also erstmal eine ruhige Stelle, weil wir gerade Unmengen von Kakerjungen am Arsch kleben. Genau, wir rennen. Und das Wort wörtlich! Ja, wenn du mit den kuscheln musst, dann kann. Die kuscheln Gott. Mit mir auch nicht umgekehrt. So, wir suchen uns dafür einen schönen Ort, gemütlich. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Whee, whee, whee. Genau, das zerstört der Drehbuch, ein perfekter Ort. Mhm. Und zwar porten wir uns jetzt, würde ich sagen, zurück. Ihr könnt auch hier unten stehen bleiben, ist doch auch ruhig. Aber das Südinselperlchen, Perlcheninselchen ist auch viel schöner. Na gut. Da gehen wir da unten an den Strand für euch und dann gehen wir den Rest der Liste durch und bequaken, was jetzt auf uns zukommen wird. Da hat der Matze einmal kurz sein Mikrofon gestreichelt.
Nee, beim Strecken aus, da sind wir doch Faust. Baba! Und dann sind wir auch schon wieder durch mit unserem aktuellen Ingame-Update. Wie gesagt, es gibt Änderungen im WVW, im PvP, die sind halt wieder dazugekommen. Dafür werden wir sowieso irgendwann mal für euch nochmal eine extra Folge. PvP gab es ja schon, da werden wir nochmal eine Ingame-Update-Folge fürs PvP in größerem Maße machen. Und fürs WVW auch, weil das wollen wir euch natürlich nicht enthalten, diese Sachen. Und, aber das braucht einfach etwas Eigenes außerhalb des PvEs. Die können wir hier kurz erwähnen und anschneiden. Und, aber dann weiteres gucken wir dann so. Ja, und hier sind wir jetzt schön. Ah, gehen wir an die Bar oder setzen wir uns in den Sand? Übrigens, ne, wie eben schon angesprochen, hier reinspringen. Ein bisschen tauchen. Ein bisschen tauchen. Und das war's. Und habt ihr FKK? Ihr seht, ich sehe hier schon wieder die Rüstung an. Und jetzt ist dieser wunderbare Guild Wars-Fehler, ich komme in Rüstung raus. Ja, das ist ein kleiner Bug, wenn man an dem Strand schwimmt, verliert man zwar unten sämtliche von seinen Angriffseigenschaften und Buffs, ja. Skills, aber die Rüstung behält man an. So, nett. Jetzt gehen wir hier nochmal zurück und dann setze ich mich neben dich. Klautermäßig diesmal. Ja, so, wir sitzen... Ein Monster! Sitzen. Ach, so friedlich können Mensch und Char nebeneinander sitzen, unglaublich. Wir machen es den anderen da hinten nach, siehst du das? Aber der hat so eine coole Brille dabei an. wir gehen in die Erfolge-Menü und gehen den Rest jetzt durch, liebe Freunde. Und zwar, was kommt heute? Heute kommt Karnach-Fänger. Also Karnach kommt besser gesagt heute raus. Ein und Champion. Genau, ein Champion. Wir müssen in seinen Unterschlupf, wie es auch hier steht, und ihn besiegen. Und dafür gibt es zwei Erfolge, und zwar einmal Karnach-Fänger und leichtfüßiger Held. Weil Karnachs Unterschlupf ist mit Fallen bespickt, finden wir einen Weg, dies ohne die Fallen zu aktivieren durchzukriegen, kriegen wir den Erfolg leichtfüßiger Held. Und wenn wir Karnach besiegen, kriegen wir Karnachs Fänger. Es sind sogar drei Erfolge. Subdirektor 0 zerschmettert ZR mit dazu. Besiegt Karnachs Golem, Subdirektor 0 in Karnachs Unterschlupf. Oh, stimmt. Den habe ich jetzt gar nicht mehr mit aufgenommen, gerade im Kopf. Und zwar, ja, ein Event, drei Erfolge. Nehmt mit, was ihr kriegen könnt. Aber viel geiler wird es natürlich ganz weiter unten schlechter der verrückten Karkar-Königin. Und Big Mama is coming. Big Mama is coming heute. Und, also für euch, wenn ihr es jetzt guckt, war es natürlich gestern. Und mal gucken, vielleicht nehmen wir da einen kleinen Sprunkel mal von auf, wenn wir Zeit dafür finden. Die Events laufen bis in den Juni rein, unten vertraglich verpflichtet. Das sind die Konsortiumverträge, die geladen werden müssen. Das wird auch jetzt noch kommen. Dabei geholfen, südliche Verträge zur sicheren Verwahrung auf das Transportschiff zu laden. Was wir jetzt vermuten, ist, dass alles zusammenhängt. Prinzipiell, dass wir zu Neu kommen, die Karkar-Königin flechten müssen und dann ab mit den Verträgen zurück zum Schiff. Wäre eine logische Reihenfolge. Wie es genau ablaufen wird, werden wir dann heute Abend erfahren, wenn das Update von ArenaNet aufgespielt wird. Ich denke, würde ich das mal gucken, ob wir dafür nicht eine kleine Aufnahme mitmachen, wo wir mal Sneak Peeken in dem Bereich für die Events, weil ich glaube, die Events lohnen sich echt wieder. Und vor allem dürfen wir gespannt sein, was am Ende dabei rauskommt für uns. Ja, man darf wirklich sehr gespannt sein. Und wir können es wirklich an jedem Herz legen, nach Flamme und Frost wirklich direkt hintereinander wieder ein sehr geiles Event. Und wenn man dann denkt, dass ja eigentlich heute erst das normale südliche Event starten sollte, weil die Schweinchen haben das einfach mal 12 Tage vorher gestartet. Am 16. war es, ne? Wenn ich 14. sogar 14 Tage vorher. 14 Tage, also genau 2 Wochen vorher haben die einfach gesagt, ja komm, ballern wir hinterher, das haben wir uns, da haben sie die Spieler verdient, haben wir auch, hallo, ja, wir sind halt awesome. und ja, der Rest wird sich dann zeigen, wenn das Update drauf ist. Das war's mal wieder mit unserem Ingame-Update-Video, diesmal eine richtig geile, krasse Folge für euch. Und wir schauen jetzt dem Char und den Menschen auch gemütlich beim Sitzen zu. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Sprungrätsel, bis zum nächsten Bosskampf, bis zum nächsten Ingame-Update oder was sonst da kommen mag. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Adios. Amigos.